Hallo zusammen zu einem neuen Infovideo. Ich möchte euch heute darüber informieren, warum teilweise so lange keine Videos kamen, wie es mit den Videos bis Jahresende weitergeht und ein paar Sachen zu meiner Facebook-Seite sagen. Im April hatte ich ja meine Pläne für die Dokus im restlichen Jahr angekündigt. Leider konnte ich diese nicht so verwirklichen wie geplant. Teils fehlte wegen der Schule die Zeit, oder ich war, wie zum Beispiel in den Sommerferien, unterwegs, um neue Aufnahmen zu machen. Deshalb gab es leider teils Monate ohne Upload oder nur mit einem einfachen Eisenbahnvideo. Womit wir auch schon beim nächsten Thema wären. Neben den Dokus sollen künftig auch öfters andere Formate kommen. Zum einen sorgt das für mehr Abwechslung, zum anderen sind solche Videos für mich mit weniger Zeitaufwand verbunden, wodurch ich dann regelmäßiger Videos bringen kann. Aber ich habe ja solche Videos auch schon hochgeladen, bevor ich mit den Dokus angefangen hatte. Also von dem her ist das nichts Neues auf meinem Kanal. Ja, zum einen kommen auch wieder mehr oder weniger kurze Videos von Bahnhöfen oder zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel das Video mit den Rheintal-Umleitern oder von den ICE-Abschlepploks in Frankfurt. Außerdem will ich auch vermehrt Videos der Serie auf der Schiene unterwegs bringen, wo ich euch auf meine Ausflüge mitnehme und daran teilhaben lasse. Dazu habe ich zum Beispiel schon ein Video von meinem Ausflug ins Elsass veröffentlicht. Es werden aber natürlich auch weiterhin Dokus kommen, so wie bisher. Im November und Dezember soll jeweils eine Doku kommen. Wie oft ich im nächsten Jahr Dokus bringe, kann ich noch nicht sagen. Denn ich habe im April mein Abitur, was natürlich die Freizeit zu diesem Zeitpunkt dann sehr einschränkt. Nun gebe ich euch einen kurzen Überblick über die geplanten Videos im November und Dezember. Im November kommt zunächst noch ein Video mit dem Zugverkehr in Lugano. Danach erscheint eine Doku über den Bahnhof Ulm mit dem dortigen Zugverkehr und viel mehr. Für den Dezember ist eine mehrteilige Doku über die Eisenbahn in Ludwigshafen geplant, wo es unter anderem um den dortigen Zugverkehr, die Bahnhöfe Ludwigshafen Mitte und Ludwigshafen Hauptbahnhof sowie die Stadt geht. Außerdem soll ein Best of 2017 kommen, wo ich die besten Szenen aus den Videos von diesem Jahr zusammenschneide zu einem kurzen Video, um somit einen kleinen Überblick zu geben über das Jahr 2017 auf meinem YouTube-Kanal. Zum Schluss jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung. Also ich habe ja schon seit einiger Zeit eine Facebook-Seite. Und ja, da poste ich regelmäßig Bilder von meinen Ausflügen und teilweise sind diese Bilder auch live von den Ausflügen, wenn man so will. Oder es gibt auch dort Bilder, die ich noch nicht auf YouTube veröffentlicht habe, wo ich noch kein Video dazu gemacht habe. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, bin da ziemlich regelmäßig aktiv. So, jetzt aber genug Eigenwerbung, das war's jetzt auch schon mit diesem kurzen Infovideo. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.